Die Rechnung geht auf uns. Der Podcast der Stiftung Grundeinkommen. Hallo, mein Name ist Mansur Alam. Heute wollen wir uns anschauen, was wir zum Grundeinkommen wissen und was nicht, was der aktuelle Stand der Forschung ist. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Lea Hampel. Sie ist Journalistin und beschäftigt sich mit alternativen Wirtschaftsformen und Arbeitsformen und dazu auch zum Grundeinkommen. Hallo Lea. Hi, schön, dass ich hier sein kann. Vielen Dank, dass du Zeit hast heute. Fangen wir doch einfach damit an. Erzähl uns doch mal, wie du zum Grundeinkommen gekommen bist und was dich daran so interessiert. Gekommen bin ich zum Grundeinkommen, weil ich 2013/14 auf einer Tagung der Akademie in Tutzing war, wo es um Sozialmodelle und Veränderungen im Sozialstaat ging. Und da war ein Pfarrer, der sich schon ganz lange mit dem Grundeinkommen befasst, Franz Seckbers, und hat darüber sehr engagiert geredet. Und dann fand ich es irgendwie interessant und habe angefangen, Sachen nachzulesen. Und habe mich dann zunehmend dafür begeistert, und man muss ein bisschen differenzieren, nicht für das Grundeinkommen an sich, sondern für die Fragen, die mit dem Grundeinkommen zusammenhängen, weil ich grundsätzlich im Leben es immer interessanter finde, Leuten zu vertrauen, statt ihnen zu misstrauen. Und was mir am Grundeinkommen und an den dazugehörigen Fragen gefällt, ist, dass den Leuten, wenn man ihnen Geld gibt, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen, so eine Art Vertrauensvorschuss entgegengebracht wird. Und das finde ich im ganz kleinen Miteinander gut, und das finde ich aber als Sozialstaatsidee auch wahnsinnig gut. Und dann kommt noch ein bisschen dazu, dass ich in meinen Recherchen, auch unter anderem für den Wirtschaftsteil der Süddeutschen, viel zu tun hatte auch mit Menschen, die Konsequenzen aus dem Hartz-IV-System erleiden mussten, die in irgendwelchen Weiterbildungsmaßnahmen saßen, die sinnlos sind, die alleinerziehend waren und drei Kinder von Hartz-IV plus Zuschüsse ernähren mussten und sowas. Und da gemerkt habe, dass irgendwie das jetzige System für mich, aus meiner Sicht, für sehr viele Menschen nicht funktioniert und dass ich finde, es ist Zeit, über Alternativen nachzudenken. Und deswegen habe ich mich dann immer mehr in die Grundeinkommensdebatte eingelesen. Für uns ist es ja auch so, dass wir sagen, wir sehen das große Potenzial, und uns interessiert ja besonders, wie wir von der Idee und von dem Potenzial zu einer möglichen, wirklichen Alternative kommen können. Und dafür spielt die Wissenschaftlichkeit und die Faktenlage eine ganz große Rolle. Und deshalb ist es eben so wichtig, genau hinzugucken, was man weiß, was ein wirkliches Potenzial ist und was nur eine Idee ist. Und lass uns da doch genau einmal einsteigen und schauen, was wissen wir, was Grundeinkommen für das Individuum bringt. Ja, da gibt es tatsächlich auch schon Forschung. Also es ist auch nicht so, manchmal hat man den Eindruck, die Grundeinkommensdebatte, die ist irgendwie so in den letzten 5 bis 10 Jahren. Sobald man einen Blick hinter diese Kulissen wirft, wird klar, das ist eine Debatte, die geht, je nachdem, wie man es nimmt, seit Hunderten oder seit ein paar Jahrzehnten. Und es gibt tatsächlich Forschung dazu, was das mit einzelnen Leuten macht, die schon in den 70er Jahren stattgefunden hat. So das Berühmteste, das war ein Beispiel in Kanada. Es gab in einer kleinen Stadt in Kanada, die ungefähr 10.000 Einwohner hatte, das sogenannte Mincome-Projekt, wo das war letztendlich ein Grundeinkommensmodellprojekt, wo Menschen die Zusicherung hatten, einen bestimmten Betrag im Monat zur Verfügung zu haben, und zwar unabhängig davon, ob sie arbeiten, nicht arbeiten, was ihre sonstigen Umstände sind. Das lief ein paar Jahre, und das ist tatsächlich total interessant, weil rauskam, dass die Menschen unter anderem weniger Unfälle hatten, dass sie eine bessere psychische Gesundheit hatten, dass Teenager länger in die Schule gegangen sind als vorher. Und dass das tatsächlich auch ein Effekt vom Grundeinkommen war, konnte auch nachgewiesen werden, weil es eine Kontrollgruppe gab aus einem anderen Ort sozusagen, die das vergleichbar gemacht hat. Das heißt, man konnte sagen, dem Individuum geht's eigentlich besser. Das ist spannend, dass du sagst. Denn das ist auch etwas, was für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht interessant ist, diese Kontrollgruppe. Also wenn wir uns wissenschaftliche Experimente angucken, dann ist das etwas, was wir den Goldstandard nennen. Ob es eine Gruppe gibt, die so ähnlich ist wie die Gruppe, die etwas bekommt oder nicht bekommt, damit man auseinanderhalten kann, was der wirkliche Effekt ist. Und das macht dieses Projekt doch auch so spannend, oder? Genau, das hat es so spannend gemacht. Und das Interessante war eigentlich, direkt danach war die Reaktion so ein bisschen verhalten. Das war aber, weil es relativ viele Berechnungsfehler gab. Also man hat erst in der ersten Phase nach dem Projekt so negative Schlüsse gezogen, weil unter anderem die Scheidungsrate hochgegangen ist, was ich super interessant fand, was aber man auch einfach so interpretieren kann, dass Frauen, die unglücklich waren, aber davor aus wirtschaftlichen Gründen bei ihren Männern geblieben sind, vielleicht jetzt gegangen sind. Und viele Jahre später, nämlich 2011, hat sich dann ein Forscherteam das eben nochmal angeschaut und hat eben mit Kontrollgruppen gerechnet, welche Ergebnisse wirklich da sind. Und das sind die, die ich vorhin genannt hatte, eben, dass es den Einzelnen besser geht, dass man, wenn man krank war, schneller sich darum gekümmert hat, ins Krankenhaus zu gehen und solche Sachen. Das heißt, dem Individuum ging es besser. Das konnte man direkt danach sehen und auch viele Jahre später. Ein häufig diskutierter Punkt ist, wie Menschen mit Arbeit und mit Weiterbildung umgehen. Haben Sie dazu etwas erforscht?
Die eigentliche Idee dieses Projekts war sogar herauszufinden, arbeiten Menschen eigentlich noch und wie viel arbeiten sie, wenn es so einen Grundbetrag gibt an Geld, der ihnen ganz sicher zur Verfügung steht. Und damals auch schon war so ein bisschen der Fokus, waren diejenigen Leute, die man auch heute als die Working Poor bezeichnet. Also Leute, die arm sind, obwohl sie arbeiten. Und wie man die eigentlich aus dieser Situation befreien kann, beziehungsweise was da sozialpolitische Instrumente sind, um deren Situation zu verbessern. Was macht es mit der Arbeitsmotivation, wenn man Geld hat? Bewegen die sich dann vielleicht in bessere Jobs? Oder ist es so, dass wer arbeitet und wenig Geld verdient, wenn er dann mehr staatliche Unterstützung kriegt, plötzlich aufhört zu arbeiten? Aber de facto war es so, dass das die Arbeitsbereitschaft nicht abgenommen hat bei den Menschen. Also, dass sie quasi nicht ihre Arbeitsstunden zurückgefahren haben und auch ihre Bereitschaft, Arbeit aufzunehmen. Das ist ja auch genau eine Frage, die uns heute so beschäftigt. Gerade das Hartz IV-Instrument beeinflusst ja nicht nur die Menschen, die es bekommen, sondern auch sehr viele Menschen, die sich davon bedroht sehen. Das heißt, wir haben, wir nennen es prekär oder im Niedriglohnbereich, Menschen, die aus ungünstigen, für sie ungünstigen Arbeitsbedingungen nicht austreten, aus Angst in Hartz IV zu enden. Und die Frage, die wir uns stellen, auch beim Grundeinkommen, ist, ob diese finanzielle Unabhängigkeit, auch Nein sagen zu können, nicht zu einem besseren Arbeitsmarkt führen kann, sodass Menschen nicht feststecken in Situationen, in denen sie eigentlich nicht bleiben wollen. Ein Experiment, das in letzter Zeit sehr viel Aufsehen erregt hat, war das finnische. In Finnland haben Forscher nach einer Alternative gesucht, um Menschen, die langzeitarbeitslos sind, zurück in den Arbeitsmarkt zu bringen und haben ein grundeinkommensähnliches Experiment aufgesetzt, das aber nicht ganz ohne Tücken war, oder? Ja, also ich fand es eher schwierig tatsächlich, dass das immer unter dem Grundeinkommensrahmen sozusagen gelaufen ist. Wieso? Weil es tatsächlich ja sowas wurde nur an Arbeitslose ausgezahlt. Ja. Da fällt genau dieser Kontrollgruppeneffekt, den du vorhin erwähnt hast und der eigentlich dabei sein sollte, damit es wissenschaftlich seriös ist sozusagen, weg. Ja. Und zum anderen ist es ja tatsächlich so, dass dieser Betrag, diese 560 Euro, bin ich nicht sicher, inwiefern die Sicherheit verleihen in einem Land wie Finnland oder eher so eine Art besseres Arbeitslosengeld sind. Aber war das an Bedingungen geknüpft? Der Unterschied im Vergleich zu vorher war, dass wenn sie dazu verdient haben, dass das nicht mehr abgezogen wurde. Ja. Also vorher haben sie ja auch Arbeitslosengeld gekriegt und dann wurde quasi, wenn du Geld noch dazu verdient hast, war es bisher immer so, dass es dann abgezogen wurde und deswegen war der Arbeitsanreiz gering und das war da nicht mehr so. Mhm. Also es wurde quasi weniger abgezogen, wenn du was dazu verdient hast und damit wollten sie rausfinden, ob dann die Motivation, was selber noch zu arbeiten, größer ist. Und dazu kam ja auch noch, dass es so eine Wechselwirkung mit der bestehenden Arbeitslosigkeit gab. Das heißt, wenn man Kinder hatte zum Beispiel, dann war man veranlasst, das ursprüngliche System zu nutzen. Das heißt, wir wissen gar nicht, wer hat wirklich nur grundeinkommensähnliche Bezüge bekommen, wer nicht. Und was wir bis jetzt haben, sind auch nur vorläufige Zahlen, oder? Aber kann man sagen, die tatsächlich, können wir daraus tatsächlich etwas lernen? Tatsächlich für diese Frage nicht. Also es gibt natürlich diese anekdotischen Geschichten, dass es Leuten besser ging und dass sie irgendwie es gab ja so Beispiele, die da durch die Presse gingen. Aber tatsächlich in Bezug auf diese Arbeitsfrage gibt es bisher nur vorläufige Ergebnisse und die sagen, dass die Menschen die gleiche Menge Arbeit geleistet haben wie vorher, beziehungsweise dass sie auch gleichen Zugang zum Arbeitsmarkt hatten wie vorher, dass es ihnen nicht leichter gefallen ist oder schwerer, sondern dass eigentlich alles ähnlich war wie vorher. Das heißt, in der Hinsicht war es nicht besser. Was aber besser war, war, dass die Leute genau diesen Effekt, den du vorhin angesprochen hattest, nämlich dieses Gestresstsein, dass man potenziell in Unsicherheit gerät, sie schon unsicher gemacht hat. Das ist weggefallen. Und das ist, finde ich, was super spannend ist, aber da kommen wir vielleicht später auch noch drauf zurück, dass es dann ganz oft so wahrgenommen wurde, denen ging es nur besser. Es hat sich aber am Arbeitsmarkt nichts verändert. Und ich finde ja, als Gesellschaft ist es erstrebenswert, dass es den Leuten besser geht, und zwar psychisch, gesundheitlich und so weiter. Und in Betrachtung dieser Ergebnisse war aber in der Öffentlichkeit das oft so, für den Arbeitsmarkt hat sich noch nicht wirklich was geändert. Ja, aber das ist doch gerade auch, also ich glaube, da hat man die Studie einfach falsch rum gelesen, denn die eine Hauptkritik ist ja, dass sofort alle den Stift fallen lassen. Also jetzt, man bekommt Grundeinkommen und nicht alle hören auf zu arbeiten. Ich meine, das bestätigt ja, was wir über bedingungslose Zahlungen schon wissen und was sich so hartnäckig hält, dass sofort alle den Stift fallen lassen und keiner mehr arbeitet. Das heißt, wenn man die Studie so rum sieht, dann hat man tatsächlich was Spannendes gelernt. Genau, aber wenn quasi die Grundannahme war, und die war es ja von Seiten der finnischen Regierung sozusagen, vielleicht sind Leute dann noch bereit, mehr zu arbeiten oder haben leichteren Arbeitsmarktzugang. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber ja, ich bin da bei dir. Ich würde auch sagen, frohere Menschen, die trotzdem arbeiten, ist ja ein schönes Ergebnis. Total. Und ich glaube, es ist da auch spannend, die endgültigen Ergebnisse abzuwarten, damit wir auch wissen, ob man das tatsächlich am Ende sagen kann. Ich finde, am finnischen Projekt sieht man aber auch gleich zwei Hauptprobleme. Zum einen ist immer die Langfristigkeit. Das ist immer das Problem. Also wie simuliert man
endlose Sicherheit. Ja, und das finnische Projekt war 2 Jahre lang. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass man nach einem Jahr, spätestens nach 14, 16 Monaten, den Hauch des alten Systems so wieder spürt und in den Knochen hat. Und da ist die Frage, was sagt uns das? Also beim Grundeinkommen, anders als bei einfachen Transferzahlungen, ist immer diese perspektivische Sicherheit so wichtig. Und die wurde an dieser Stelle nicht abgeprüft. Und das andere, was häufig in Experimenten schwierig ist, ist etwas zu sagen wie Gruppendynamik. Also wie verhalten sich, wie lebt man als Grundeinkommensbezieher unter Grundeinkommensbezieher? Welche Dynamiken können da passieren? Welche Wechselwirkungen können passieren? Und wenn man einfach in einem großen Land wenige tausend Menschen verteilt über das ganze Land als Experimentgruppe hat, dann ist es verhältnismäßig schwer zu sagen, wie sie untereinander agieren. Gibt es denn schon Forschung, die diese Lücke schließt aus deiner Sicht? Ja und nein, aber ich finde es nämlich tatsächlich auch die spannende Frage, der Daniel Hähni, der sich in der Schweiz so fürs Grundeinkommen einbringt, der immer sagt, das Ding ist eigentlich nicht, ob du selber ein Grundeinkommen haben willst, sondern ob du es aushältst, wenn dein Nachbar ein Grundeinkommen kriegt und sich damit in den Garten legt. Was wissen wir denn über die gesellschaftlichen Effekte, also die gemeinschaftlichen Effekte von Grundeinkommen? Also es gibt dazu Studien, die sagen was aus, aber auch nur begrenzt, wie bei allen diesen Studien sozusagen. Bevor ich das erkläre, würde ich gerne noch einen Punkt anmerken. Und zwar finde ich auf einer hypothetischen Ebene das auch tatsächlich fast schon eine künstliche Trennung zu sagen, es macht was mit dem Individuum und was macht es eigentlich mit der Gesellschaft, weil es natürlich so ist, wenn es dem Einzelnen besser geht, gesundheitlich, psychisch auch, oder wenn der zum Beispiel auch eher bereit ist, in langfristigen Perspektiven zu denken und solche Sachen für sich selber besser vorsorgt, dann hat es Effekte auf die Gesellschaft. Deswegen kann man das natürlich einerseits trennen in der Betrachtung, aber es hat eben, ja, das Individuum ist, oder die Gesellschaft ist die Summe der Individuen und das hat dann einfach einen entsprechenden Effekt. Aber natürlich, klar, das ist hypothetisch, das ist mein positives Menschenbild und ich hoffe, dass ich damit recht habe. Na, wenn wir sehen, dass das Grundeinkommen für den einzelnen Menschen gut ist, dann liegt es aus unserer Sicht natürlich verhältnismäßig nahe anzunehmen, dass es positive Effekte gibt, wenn eine Gesellschaft aus Grundeinkommensbeziehern besteht. Und auch wenn es sich gut anfühlt und wenn es verhältnismäßig klar wirkt, brauchen wir dafür aber auch noch einen Nachweis. Denn ich glaube, da könnten auch noch viele Dynamiken drin sein, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und die Frage ist, wie geht man dem nach? Gibt es denn da schon was zu? Es gibt Sachen dazu, die sind zum Teil aussagekräftig. Also es gibt ein Experiment in Namibia, in dem Dorf Otjivero, wo eben auch im Prinzip das komplette Dorf über längere Zeit Geld bekommen hat und wo man gesehen hat, also da hatte das die Effekte, die es an anderen Stellen auch hat. Die Kinder waren weniger unterernährt, sind länger in die Schule gegangen und medizinische Angebote wurden mehr genutzt, was man ja sowohl als individuellen als auch als gesellschaftlichen Nutzen betrachten kann. Und es war aber auch zum Beispiel so, dass so das Vertrauen ineinander gewachsen ist. Zum Beispiel sind Schulden dort oft ein Problem gewesen. Das heißt, bei den Menschen hat ganz oft das Geld nicht gereicht, um Lebensmittel zu kaufen. Anschreiben war aber auch schwierig. Das war einfacher zum Beispiel. Und damit war so eine Sicherheit. Also man hat zum Beispiel eben einfach mal eine Weile Schulden machen können, konnte sich damit ernähren, weil klar war, es kommt wieder dieser Geldbetrag und damit ist das Vertrauen zwischen den Menschen gewachsen. Und zum Beispiel haben auch mehr Menschen kleine Geschäfte eröffnen können, weil klar war, sie kriegen einen fixen Geldbetrag, der ihre Grundkosten deckt, auch wenn es am Anfang vielleicht eher ein Maß an Investition ist, was sie sich sonst nie hätten leisten können. Und es gab ein Wirtschaftswachstum in der Zeit, wo das gemacht wurde, von 12% in dem Ort, was wahnsinnig hoch ist, und es war vor allem signifikant, wie sehr diese kleinen einzelnen Geschäfte, so Lädchen und so weiter, zugenommen haben. Und da macht es natürlich was mit der Gesellschaft, weil es, wenn ein Mensch ein Geschäft eröffnen kann, heißt es ja nicht, dass es dann der eine ist, sondern heißt es im Zweifelsfall, kann er eine Familie mit ernähren, gibt wieder anderen Menschen Arbeit und solche Sachen. Dann stellt sich natürlich für mich die Frage, was davon lässt sich auf ein Industrieland wie Deutschland übertragen? Denn viele dieser Studien haben den Hintergrund, dass man überlegt, wie wir unsere jetzige Entwicklungshilfe oder Armutsbekämpfungsstrukturen verändern könnten und ob Grundeinkommen dafür nicht eine gute Alternative ist. Und viele der Wirkungszusammenhänge haben, glaube ich, auch mit der Struktur oder dem Mangel an Infrastruktur zu tun in den Orten, in denen sie angewendet werden. Aber die entscheidende Frage für uns, wenn wir auch gucken, ob Grundeinkommen für uns in Deutschland spannend ist, ist, welchen Transfer können wir rübernehmen? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gibt keine Studie, die dazu was aussagt, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde sagen, das ist eine Lücke sozusagen. Was spannend wäre mal sich anzuschauen, weil im Rahmen der Hartz-IV-Reform ja auch so Gründerkredite viel stärker vergeben wurden, ob die einen Effekt hatten, weil es zum Beispiel, also da kenne ich mich tatsächlich nicht gut genug aus, aber man könnte sich mal anschauen, wie die Effekte sind von diesen Krediten, die Leute gekriegt haben, die sonst keine Kredite gekriegt haben, und eine Gründungsberatung. Das könnte man ja tatsächlich vergleichen mit
Es nimmt quasi das individuelle Potenzial für eine Geschäftstätigkeit zu, solche Sachen. Aber klar, da müsste man wahrscheinlich andere Zahlen anschauen, dass es jetzt Studien gibt, die das für Deutschland irgendwie aussagekräftig vermitteln würden. Das ganz große Problem ist, solche Studien zivilgesellschaftlichen Industrieländern zu machen, ist einfach unglaublich kostspielig. Ich glaube, dass der klügste Weg ist, sich Mosaike rauszusuchen, genauso wie du sagst, die Gründerkredite angucken, wie Bedingungen funktionieren, angucken, wie sich der Arbeitsmarkt im Niedriglohnsektor verändert und dann diese Mosaike zusammenzulegen und einen Case zu machen, der stark genug ist, damit es sich lohnt, einen staatlichen Pilot zu machen. Ja, es ist interessant, dass du quasi sagst, wir schauen uns eher an, was es jetzt schon gibt an Forschung, die für das Thema aussagekräftig ist, damit man dann den Case auch oder das Pilotprojekt so designen kann, dass es dann auch wirklich aussagekräftig ist. Weil das ist ja zum Beispiel das Problem, was ich vorhin an Finnland kritisiert habe, was zum Teil auch an Kanada das Problem war mit der kurzen Laufzeit und so. Du hast ja ganz viele Faktoren, wo du hinterher sagen kannst, die Studie ist nicht aussagekräftig. Und je mehr du dir quasi vorher eine Information suchst, desto besser kannst du die Studie designen. Ja, aber genau so muss es sein, denn wir könnten, auch das sind öffentliche Mittel, also wir wollen als Gesellschaft ja gucken, ob wir da wirklich was für uns rauskriegen und es soll ja kein Selbstzweck sein. Und umso mehr wir vorher zusammentragen, was es gibt und es auch klug ergänzen. Und da sehen wir natürlich auch unsere Rolle drin. Also das ist ein Teil. Also was gibt es? Und dass wir dann auch gezielt Forschung stärken, die einige blinden Flecken ausleuchtet, dann haben wir unter Umständen einfach einen klügeren Piloten. Aber den werden wir brauchen, denn wenn wir wissen wollen, wie es ist, wenn Menschen beieinander in einer signifikanten Anzahl, und zwar ohne Probleme mit dem jetzigen Sozialstaat, sondern in Einklang mit dem jetzigen Sozialstaat, einen grundeinkommensähnlichen Zustand zu bekommen, dann brauchen wir dafür natürlich die öffentliche Hand, die Zugriff hat auf Steuer, die Zugriff hat auf Sozialgesetzgebung, die Kraft hat, das auch an einem Ort zu machen. Aber eine Sache, die wir aus Finnland einfach wissen, in einem Landkreis dieses Experiment zu machen, ist für ein Industrieland überhaupt gar kein Problem. Weder organisatorisch noch finanziell. Da ist kein Risiko drin. Das Risiko ist es nicht zu machen. Eine Frage, die vielen Menschen natürlich immer unter den Nägeln brennt, auch zu Recht, ist die Frage der Finanzierung. Und die ist natürlich nicht ohne Tücke, denn Finanzierungsmodelle basieren natürlich auf Modellen. Und da gibt es sehr, sehr viele, oder? Ja, es gibt einfach wahnsinnig viele. Also ich habe ein so ein Buch, das sich eben mit dem Grundeinkommen grundsätzlich befasst von Herrn Blaschke. Und da sind, glaube ich, also lass mich lügen, aber 18 Seiten, so eine kleinteilige Tabelle mit verschiedenen Varianten. Und worin die sich eigentlich hauptsächlich unterscheiden, ist die Höhe des Betrags, die Art der Auszahlung und der Bezieherkreis sozusagen. Man muss vielleicht sagen, es gibt eine Bandbreite tatsächlich von der FDP bis zur Linkspartei, die verschiedene Varianten sich ausgedacht hat, wie ein Grundeinkommen aussehen könnte. Und es hängt natürlich auch jeweils mit der politischen Ausrichtung zusammen. In der einen Variante kriegst du, also in extremen Varianten kriegst du 1500 Euro und trotzdem noch Kindergeld, sage ich jetzt mal plakativ. Und in der anderen Variante kriegst du 400 Euro und aber eben nicht mal mehr Kindergeld. Und wenn du im Rollstuhl sitzt, hast du halt einfach ein Problem, weil du keine staatliche Unterstützung kriegst. So groß ist die Bandbreite. Ein bisschen klassen. Also auf der einen Seite gibt es die Idee, ein eher liberales, den Sozialstaat sozusagen auszuzahlen an die Menschen. Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen die Idee eines ergänzenden Grundeinkommens zu bestehenden Sozialleistungen. Und ich glaube auch, vielleicht kannst du dazu nochmal sagen, es gibt ja auch die zwei ganz grundsätzlichen Unterschiede beim Modell. Das eine ist ein klassisches on top, also es gibt Geld obendrauf. Genau. Und es gibt welches, das wird verrechnet. Da spricht man häufig von der negativen Einkommenssteuer. Genau, das eine ist quasi das, was Götz Werner möchte. Götz Werner möchte, dass wir jeder 1000 Euro im Monat kriegen und finanziert wird es, indem wir eine Umsatzsteuer von 50% auf unseren Konsum haben. Also statt der bisherigen 19% Mehrwertsteuer, das sind dann 50% möchte er gern. Und die andere Variante ist, du verdienst Geld und es gibt einen quasi staatlich garantierten Fixbetrag und was du über diesen Betrag hinaus verdienst, ist sozusagen deins. Und wenn du aber unter diesem Betrag bleibst, dann ergänzt der Staat das. Das sind auch nochmal die zwei großen Unterschiede. Und das habe ich jetzt eingangs erwähnt, weil dadurch sich so verschiedene Berechnungsmodelle ergeben. Weil es natürlich gibt es auch Ökonomen, die dann gesagt haben, okay, wie finanziert man das? Weil das natürlich eine Grundsatzfrage ist, die auch bei jeder Debatte immer als zweites oder drittes sofort aufkommt. Wer soll das bezahlen und wie? Und natürlich unterscheiden sich diese Modelle auch ganz stark in dem, was sie kosten. Also es gibt zum Beispiel den Herrn Althaus, der früher Ministerpräsident von Thüringen war, der hatte mal mit 800 Euro im Monat gerechnet und hatte eben dieses, hatte ein Grundeinkommen propagiert. Und dann hat der Clemens Fuest, der mittlerweile am IFO-Institut ist, ausgerechnet und hatte gesagt, okay, das geht nur über höhere Steuern. Und in der Variante gäbe es mehr Leute, die quasi durch ein Grundeinkommen verlieren als gewinnen sozusagen. Dann hat Althaus sein Modell auf 600
600 € runter revidiert sozusagen. Es gibt aber auch Thomas Straub, ist ein Ökonom, der stark fürs Grundeinkommen plädiert und der sagt, es würde uns 888 Milliarden Euro im Jahr kosten, damit jeder Bürger 925 € Grundeinkommen zur Verfügung hat. Und er sagt aber, das ist quasi finanzierbar über unsere bisherigen Einnahmen und also Sozialstaatsausgaben. Und man muss auch noch sagen, dass es wahnsinnig schwierig ist, wo man reinberechnet, was an Geld zur Verfügung ist. Ist es einfach nur das, was wir bisher für Arbeitslosenversicherung ausgeben? Oder ist es zum Beispiel auch, was wir bisher an Verwaltung für Arbeitslose, also für diese ganze Arbeitsloseninfrastruktur ausgeben? Ja, aber dann ist es doch vielleicht, wenn wir einen kleinen Leitfaden mitgeben wollen, wie man mit solchen Rechnungen umgeht, immer wichtig zu gucken. Also was wird modelliert? Und wie wird es ausgezahlt? Wird es zusätzlich ausgezahlt? Soll es verrechnet werden? Und so wichtig Zahlen natürlich in der politischen Debatte ohnehin sind, sind die natürlich auch immer sehr mit Vorsicht zu genießen, nicht? Also insbesondere Rechnungen, die über eine gesamte Volkswirtschaft gehen, haben ja immer das Problem, Verhaltensänderungen zu antizipieren. Also wir simulieren ja etwas, ne? Theoretische Modelle sind so irre wie die in der Volkswirtschaft, klar. Deshalb ist es natürlich verhältnismäßig schwierig zu sagen, dass wir eine große politische Entscheidung, ein Grundeinkommen einzuführen oder nicht, oder in ein Grundeinkommen einzusteigen, von Rechnungen abhängig machen, die vorab ein klares Modell haben und die nur begrenzt nützlich sind, um die Wechselwirkung eines Grundeinkommens vorherzusagen. Aber wenn man das kleine praktische Fragen nicht beantworten kann, wie ob die Leute dann noch Vermögen bilden oder sowas? Zum Beispiel, aber wäre es dann aus vielleicht nicht einfach klüger anzufangen mit einem Teilmodell von Dingen, die wir jetzt schon wissen? Also wir wissen, dass das Cash Transfers funktionieren. Wir wissen, dass Bedingungen nicht besonders gut funktionieren. Ja? Fangen wir damit an. Wir wissen, dass Menschen nicht aufhören zu arbeiten, ja, sondern in Fortbildung investieren, in berufliche Weiterbildung investieren, in Veränderung des Arbeitslebens investieren. Das wissen wir auch schon recht stabil. Also wenn wir damit anfangen und sagen, dazu wissen wir was, wir wissen aber noch nicht, wie sich das untereinander auswirkt und was es am Ende kostet, könnten wir ja diese Teile nehmen und in ein kleines Teilpilotprojekt stecken. Das angucken genau, das auswerten und dann darüber lernen, was es auch für die Finanzierung bedeuten kann. Und aufbauend darauf die nächste Stufe. Also aus unserer Sicht lohnt es sich sehr, auch in Themenfelder reinzugucken, die nicht primär Grundeinkommen sind. Also was wissen wir aus der Arbeitspsychologie? Was wissen wir aus den Betrieben und Unternehmen? Da haben wir gelernt, dass die Bedingungen die Haltung und das Verhalten der Menschen beeinflussen. Wir wissen, es lohnt sich nicht mehr mit der Gerte oder durch die Fabrikhalle zu laufen, sondern jeder weiß, ein modernes Unternehmen befähigt, gibt Freiräume, ermutigt, fördert. All diese Sachen wissen wir. Wir wissen, dass Menschen bei Transferzahlungen nicht aufhören zu arbeiten. Wir wissen, dass Sanktionen nicht notwendig sind, sondern sogar schädlich sein können. All diese Sachen wissen wir. Und da müssen wir weiter gucken, wie wir diese Erkenntnisse auf Grundeinkommen übertragen. Also wir gucken uns an, was Neurologen erforschen. Und zwar, das ist total spannend, denn auch Neurologen gucken sich an, wie Menschen unter existenziellem Stress handeln, wie weit sie ihr Potenzial entfalten können, wenn sie unter hohem Druck sind. Und das ist für uns natürlich total spannend, weil unsere Hypothese ist, dass wir mit Grundeinkommen Menschen von der schlimmsten existenziellen Not entkoppeln können. Und wenn wir das kombinieren mit der Sozialforschung, die sagt, dass Armut und Stress, existenziell schlechte Lebensbedingungen vererblich sind, dann haben wir ja einen Case. Also, und dann müssen wir uns diese unterschiedlichen Dinge nehmen und so klug zusammenstecken, dass wir sie in Verbindung mit Grundeinkommen bringen. Denn es reicht ja nicht nur zu wissen, dass Menschen unter Stress ihr Potenzial nicht entfalten können. Es reicht ja nicht nur, dass wir wissen, dass Bestärkung Lernerfolge bringt, dass Befähigung Menschen voranbringt. Wir müssen ja auch wissen, ob Grundeinkommen der beste Weg dazu ist. Mir gefällt es total gut, und zwar deshalb, weil so viele Experimente ja jetzt einfach schon stattgefunden haben und wenn ich sie mal lapidar zusammenfasse, dann ist es immer, dem Einzelnen geht's besser, aber wir wissen trotzdem nicht, ob es im großen Stil so Sinn ergibt, sondern wir müssen einfach weiterschauen. Und dann finde ich quasi in der Forschung ja insgesamt immer den Blick über den Tellerrand hinaus ganz gut. Und wenn ich es richtig verstehe, dann ist ja jetzt eigentlich die Idee, mehrere Bereiche einzeln zu erforschen, um dann ein gutes Design für eine größere Studie zu haben. Genau. Und da wollen wir einen guten, starken,
Case vorbereiten, ein kluges Experiment mit vorantreiben, das dann die öffentliche Hand tun kann, die viel mehr Möglichkeiten hat, in einem überschaubaren Rahmen, der den finanziellen Aufwand für diese Stufe, in der wir sind bei der Erforschung, in einem Rahmen hält. Und das können wir nämlich aus Finnland sehr gut lernen. Eine Industrienation kann sich so ein Experiment allemal leisten. Lea, vielen Dank, dass du heute da warst. War ein total spannendes Gespräch. Fand ich auch. Vielen Dank. Ich bin gespannt, was ihr weiter treibt. Weitere Informationen und Links zu den Themen, die wir heute angesprochen haben, finden Sie auf unserer Homepage stiftunggrundeinkommen.de. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung und einen Kommentar. Das macht es für andere Hörerinnen und Hörer leichter, unseren Podcast zu finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Die Rechnung geht auf uns. Eine Produktion von Nansen und Picard für die Stiftung Grundeinkommen.